Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. In der heutigen Folge werden wir uns Richtung Zinnoberinsel machen. Dort ist ja der gute Pyro mit seiner Arena zu Hause und ja, das wird sehr interessant werden, da er Feuer-Pokémon hat. Wir haben bisher ein Wasser-Pokémon, das ist Gyarados, und ich glaube mit dem Boden-Pokémon Diktri können wir auch noch ganz gut Damage machen. Und ich bin sehr gespannt, was der so alles mitbringen wird. Wir müssen auch noch im Pokémon-Haus vorbeischauen, aber das wird sich alles ganz easy klären. Ich weiß noch alles auswendig, deswegen passt es. Gut, dass ich mich so gut mit der Kanto-Region allgemein noch auskenne. Deswegen, ich weiß allgemein noch relativ viele Verstecke von geheimen Gegenständen oder Sachen, die wir machen müssen. Oder eine Felszone kenne ich auch auswendig. Deswegen, mit der Region hier bin ich eigentlich ganz gut vertraut, muss ich sagen. Deswegen passt es eigentlich alles hier. Und deswegen komme ich auch ganz gut voran, weil, ja, der Felszone ohne Blitz ist halt schon für Speedruns auch relativ easy dann, weil, ja, wie willst du in einem Speedrun, ja, das ist, ich glaube, macht man das überhaupt? Ich glaube, niemand benutzt im Speedrun Blitz, oder? Weil das spart ja schon ziemlich viel Zeit. Und du musst Pokémon catchen dafür. Weil du hier natürlich in diesem Spiel auch Pokémon catchen müsstest. Weil du da mindestens bis Koga 50 Pokémon, egal, ich schweife vom Thema ab, wir müssen heute gegen Pyro kämpfen, er hat Feuer-Pokémon am Start und ich bin sehr gespannt, was uns da alles noch erwarten wird. So, die Route an sich, weiß nicht, habe ich irgendwie immer geheult oder was, the fuck, habe ich irgendwie immer ignoriert, ich weiß nicht, ich bin immer an allen Trainern vorbeigerast, weil, hat mich nie so gejuckt, als ob, wir haben einen Wasserstern bekommen, ich habe gerade eben noch offscreen einen Sterndu gefangen. Wir können uns ein Starmie easy machen. Heftig. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. So, aber wir sollten auch bald auf der Zinnoberinsel sein. So. Ja, eigentlich lohnt sich das für dich nicht, Akani, dass du jedes Mal direkt rausspringst, weil. Alter, das waren 5 cm, die du jetzt gelaufen bist. Hat sich nur gelohnt. So, was ist hier drauf? Ein Fläschchen AP plus. Okay. Also auch nichts Krasses. So, kannst du jetzt hier. Muss ich jetzt extra hier rechts runter, anstatt da vorne? War das? Na, egal. Vergessen wir das. Ah, da sind wir schon. Zinnoberinsel. Sieht, ja, ziemlich fresh aus. Ne? Genau das, was man so erwartet. Wir gehen direkt hier ins Pokémon-Haus. Weil, nee, nicht Pokémon-Haus. Pokémon-Villa heißt es hier. Weil wir hier, den Arena-Öffner, den Fragezeichen-Öffner, ist das, glaube ich, suchen müssen. Sehr interessant auf jeden Fall, weil der ist halt im tiefsten des riesigen Pokémon-Hauses hier, beziehungsweise der Pokémon-Villa. Finde man ganz schnell hin, muss ich sagen. Boah, Schleimock, das ist heftig. Ich wusste gar nicht, dass das hier am Start ist. Krass. Das sieht richtig komisch aus. Schleimock. So. Hyperheiler, perfekt. So. Hier runter? Ja, darunter. Perfekt. Oh, da ist noch ein Item. Und da ist dann der einzige Trainer, den wir eigentlich potenziell hier besiegen müssen. Boah, ich mache voll das Speedrun-Let's Play hier. Ich bringe euch hier voll die Tricks bei. Falls ihr irgendwann mal Speedruns machen wollt, hier erfahrt ihr die krassesten Tricks, wie ihr am schnellsten durchkommt. Wer bist du? Ja, ne? Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Speedrun von dem Spiel. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr Bock auf einen Speedrun zu Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli? Oh, Forscher Ramon. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir das mal, weil wir können ja alle Cutscenes skippen und sowas, das geht eigentlich relativ schnell voran, das Spiel. Weil du ja so gut wie alles skippen kannst. Ich glaube, der wird Explosion einsetzen, oder? Wird er? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihm, bei Elektroball. Dass er direkt Explosion reinhauen wird. Ne, Donnerblitz. Ha! Perfekt predicted. Gut gemacht. Sternschauer, okay. Ja, macht okay Damage, sag ich mal. So, Elektroball wird schon erstmal mit Erdbeben umgehauen. Perfekt. So. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du noch im Team, Bruder? Slimog. Ja, noch besser. Genauso easy. Let's go. Kriegt auch ein Erdbeben rein, dann ist das Ding auch weg vom Fenster. Easy, hat er ein Bodenschwächen-Team. Das finde ich ganz nice. Das gefällt mir. So, das überlebt einfach. Mutgewalt. Oh, nee. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay, wir überleben, ist perfekt. Und jetzt noch ein Erdbeben und das Ding ist weg. Bam. Und Slimog ist tot. Damn. Er ist down. He's dead, bro. He's dead. So, Level 46 für Pika Pika.
Und ja, der hat einfach seine Brille kaputt gemacht. Lol. Was ein Idiot. Oh, Magma. Hier ist noch ein Pokéball. Feuerstein, krass, den finden wir einfach auch nochmal hier. Hä? Schon wieder? Ich meine, wir haben ja schon mal einen Feuerstein gefunden. Für Arcani. Auf der Route nach Prismania City war das, glaube ich. Und hier finden wir einfach nochmal einen. Und ey, da ist ein Ditto einfach, als ob. Hier laufen einfach freie Dittos rum. Ich dachte, die wären voll selten hier. Das taucht einfach direkt auf. Er will gerade wieder nicht. Er will gerade wieder gar nicht. Oh, als ob. Warum ist es so Cancer zum Fangen? Komm. Fuck. Ich wollte es genau, wenn es... fuck it. Ich wollte es genau, wenn es springt. Shit. Okay, das kann... Jahre dauern, so wie es aussieht. Alter, als ob. Nein, jetzt habe ich es einmal. Ey, es ist unglaublich. Manchmal frage ich mich echt, wie ich hier zielen muss. Er wirft so oft daneben. Also mit dem Pokéball Plus ist das noch ein bisschen einfacher. Das geht noch voll klar. Boah, aber das ist echt ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Ditto wurde gefangen. Okay, gut. Puh, haben wir das Ding. Alter. Aber wir haben ja schon ein Ditto-Ich-Idiot. Wir haben uns das ja letztens rüber getradet von Pokémon Go aus. Ich-Idiot, ey. Wir haben ja schon eins. Ich kann die Statue nicht von hinten ansprechen. Ich muss sie von vorne ansprechen. Er geht einfach automatisch manchmal nach rechts. Irgendwas stimmt mit meinem Joy-Con nicht. Der ist voll am Arsch, glaube ich. Oh. Oh, der rennt genau vor das Item. Du bist so ein Arsch, Radfratz. Weißt du das? Ich mag dich nur, weil ich dich in Shiny habe, ja? Sonst würde ich auch noch hassen. So, aber er ist weg. Perfekt. So. Matschbombe. Puh, Matschbombe könnte man auch mal beibringen. Eigentlich. TM-Box. Warum was denn? Matschbombe. Easy auf Bibor. Oh, seht ihr, das ist richtig schlimm, wenn der Joy-Con die ganze Zeit nach rechts pegelt. Da kann ich sowas nicht ordentlich machen. Fuckt mega ab. So. Anschlag Gift-Hieb. Eine schöne Matschbombe. Passt auf jeden Fall. Geht klar. So. Gift die weg, Matschbombe rein und let's go. Weiter geht's. Oh, als ob! Da steht das Radikal direkt in mir. Ekelhaft, ekelhaft. So. Hier oben. Oh, ja, den können wir easy ausweichen. Der dreht sich jede 5 Millisekunden um. Dem Stimer müssen wir auch nicht entgegentreten. Wir können ja so vielen Trainern immer ausweichen. Ich finde das so unglaublich easy. Das ist echt. Ah, Leute, da stand einfach eins. Ich dachte so, hä? Seit wann tauchen auch wieder so Pokémon auf, ohne dass sie irgendwo rumspawnen? Der spawnt genau in mir wieder. So, also ich laufe genau in den Spawn rein. Wie das Magma erscheint. Habe ich ja gestern auch, nee, vorgestern für euch jetzt, habe ich das versucht zu hunten, aber war nicht so geil zu hunten, muss ich sagen. Deswegen habe ich es dann doch eher gelassen. Okay, da müssen wir doch noch rein. Lel. So, ah, als ob... Seht ihr das? Das ist richtig kacke. Er dreht sich automatisch manchmal um. Kann ich nichts gegen machen. Kann ich nichts gegen machen. So. Das ist einfach noch ein Ditto. Wie viele Dittos hier rumlaufen? Ich glaube, ich habe letztens Schutz eingesetzt oder so. Weil sonst hätte ich doch direkt gemerkt, dass hier so viele Dittos am Start sind. Fragezeichen öffnen das hier unten. Beziehungsweise der Geheimschlüssel. So, wir haben doch bestimmt... Digga. Geh nach links. Eine Fluchtzeit oder sowas, ne? Haben wir. Perfekt. Da freue ich mich doch drauf. Können wir uns easy aus der Scheiße hier rausholen. So, Zinnoberinsel. Und eben noch kurz healen. Und dann geht's direkt auf zum Arenaleiter. So. Dann nehme ich deine Pokémon für einen Moment in meiner Obhut. Okay. Dö. So. Und abhauen. Pyro. Ja. Habe ich eigentlich Bock drauf, muss ich sagen. Siebter Orden. Dann fehlt uns nur noch einer. Und dann können wir schon zur Top 4 hoch. Zur Siegestraße. Und let's go. Was möchte er machen? Was müssen wir machen?
Kommen wir zur Frage. Ah, okay, er macht direkt hier. Er will direkt Stress machen und Fragen stellen. Okay, wir machen also bei einem Quiz mit. Fadenorden, okay. Dann würde ich sagen, wir haben Geheimschlüssel geholt. Das war so gesehen die Quest hierfür. Ist okay. Dann, let's go. Wir müssen das Quiz machen. Was geht, Bruder? Na, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gut, dann stell dich auf Scheins Fragen ein, Bruder. Willkommen beim Pokémon-Quiz live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Mein Kandidat muss insgesamt 5 brandheiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält er jeweils eine Pyro-Puppe. What the fuck? Okay. Ist okay, ich schaff eh alle Fragen, das ist kein Ding. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Magma. Ich wollte gerade sagen, wie er es abfeiert. Wie er es abfeiert. Okay. Da ist die Pyro-Puppe. Alter. Wie viele von der Pokémon-Liga an der Karte Arena On gibt es? Ja, 8. Diese Pyro-Puppen, ich komme nicht klar. Die sehen schon. Ich will so eine Puppe haben, die sieht cute aus. Setzt ein Pokémon eine Attacke von Typ Stahl gegen ein Feuer-Pokémon ein, dann ist es nicht sehr effektiv. Genau! Nächste Pyro-Puppe. So. Okay. Vorletzte Frage. Hyper Mega Superstrahlen? Nein. Yay. Das ist die 4. Frage gewesen. Jetzt kommt die letzte Frage wahrscheinlich, ne? So, was ist die letzte Frage? Wie wird sich in... Pio. Da kann man nicht falsch liegen. Es ist genauso wie bei den Dings aus Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond. Die Inselprüfung mit Kiave. Da kann man am Ende auch nicht falsch liegen. Und jetzt kommt's zum Fight. Lol. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt auf dieses krasse Battle hier gegen Arenaleiter Pyro. Boah, das ist ja Feuer und Flamme. Der hat einfach Feuer in seinen Augen gehabt. Der gönnt sich heftig. Okay, Pika Pika, let's go. Was machen wir denn? Wollen wir mit... Wir fangen einfach mit Donner an. Komm, wir fangen mit einem schönen Donner an. Und schauen mal, wie es dem Magma so schmeckt. Oh, schmeckt denn ziemlich gut, glaube ich. Konfusstrahl. Das mag ich gar nicht. Konfusstrahl bin ich gar kein Fan von, muss ich sagen. Was machen wir denn da am besten? Komm, lass einfach den Britzelturbo machen. Ja, wir kommen durch. Perfekt. Boah, das macht sogar noch mehr Damage. Oder? Fast genauso viel, ne? Oh, Flammenwurf, das wird aber auch Damage machen. Ah, ich hoffe, dass wir nochmal durchkommen. Bitte lass uns nochmal durchkommen. Bitte, Verwirrung. Nein! Ja, wir sind down. Wir sind safe down. Schade. Was nehmen wir am besten? Also, Diktri könnte wahrscheinlich outspeeden, deswegen würde ich sagen, Diktri... Lol. Er hat einfach mit einem KP überlebt. Geil. Komm. Mach jetzt keinen Scheiß, Pika Pika. Wow. Du bist echt ein Trauerfall, muss ich sagen. Echt ein Trauerfall. Er stirbt einfach. Diktri. So. Dann gönnen wir uns einfach mal. Tiefschlag. Tiefschlag geht immer. Es ist fehlgeschlagen, als ich Vollidiot. Und ich lasse mich jetzt auch noch verwirren. Ich bin ein Vollidiot. Ich mach's nochmal. Ich bin ein Vollidiot. Nein! Er wäre so easy weg gewesen. Und ich habe nochmal die Chance. Diesmal auf RP bekommen. Oh, er ist diesmal schneller. Er wäre schneller gewesen. Ah, damn. Also wäre Tiefschlag eigentlich schon richtig gewesen. Kann man sagen. Ich mache einfach Simsala. Ja, ich mache einfach Simsala. Passt schon. Dann Psychostrahl und dann passt das. Ah, Abfuck. Mega der Abfuck. So, Psychostrahl. Let's go. Bam. Mach mal, ist down. War zwar das erste Pokémon, aber hey, wir haben einfach schon 2, 3 Pokémon verloren. Ne, 2-mal verloren, nicht 3. Arcanine, okay. Kommen wir mit Garados am besten rein. So, mit Kaskade am besten. So.
Arg, nein, das wird wahrscheinlich outspeeden, oder? Aber hat es einen krassen Angriff gegen meinen Garados? Ich glaube nicht. Ich bezweifle es. Deswegen Kaskade. Er hat Wutanfall. Okay, ich bin weg. Wir könnten es so lange ausspielen, bis es verwirrt ist eigentlich. Mach ich auch, komm. Wir gönnen uns einen Hypertrank. So. Und dann wird er jetzt nochmal Wutanfall einsetzen. Aber irgendwann wird er halt durch die Verwirrung erschöpft, also wird erschöpft werden und dann wird er verwirrt. Oh, der ist so... Ah, jetzt schon, perfekt. Wenn wir jetzt über die Kaskade gehen... Komm, wir müssen nur Glück haben. Na, er setzt trotzdem Wutanfall ein, aber vielleicht überleben wir es. Shit, wir haben es nicht überlebt. Ich dachte, er kriegt einen Low Roll, aber... War doch schneller, schneller sag ich schon, stärker als erwartet. Damn. Am besten, wir gehen jetzt für einen Psy-Strahl. Sind schneller, vielleicht killen wir es sogar, ich weiß nicht. Ich glaube zwar nicht, aber... Ne, killen wir es auch nicht, aber vielleicht durch die Verwirrung. Yes, es killt sich durch die Verwirrung, perfekt. Okay. Okay, was kommt als nächstes? Galopper. Ich mach weiter kämpfen und werde ihn Toxin reinhauen. Ja. Ich werde ihn Toxin reinhauen, damit er eine schöne Vergiftung... Es hat verfehlt. Es hat einfach verfehlt. Ich komm nicht klar. Es hat einfach verfehlt. Oh, damn. Arcani, rein da. Ich muss definitiv heilen. Vielleicht wird er weiter mit Flammenblitz angreifen, dann wäre er aber ziemlich doof, wenn er das macht. Am besten Jonas heilen. Wenn er es mit Flammenblitz weiter angreift, dann... Ja, also er greift weiter mit Flammenblitz an, der Idiot. Wir sind auch ein Feuer-Pokémon, er wird... Oh, er macht trotzdem ziemlich guten Damage, aber er fühlt sich halt selber auch so einen unfassbaren Schaden zu. Haben wir irgendwas, was gut ist? Nein, passt schon. Ja, eigentlich können wir einen Hypertrank auf Jonas einsetzen. So, passt schon. Puh! Macht jetzt nochmal den Fehler und geht für... Er geht schon wieder für den Flammenblitz. Okay, er will scheinbar nicht draus lernen. So, nochmal. Ein Heal raushauen für... Diktri. Und jetzt soll er nochmal seinen letzten Flammenblitz machen. Danach will ich ihn ausnehmen. Er macht Druck zu Keep, okay. Er ist schlauer. Er ist schlauer als erwartet. Jonas mit Kaskade. Reicht auf jeden Fall. Er wird schneller als wir sein mit Flammenblitz. Und dann können wir dann reinhauen. So. Kaskade. Setzt wieder Flammenblitz ein. Wir überleben das aber safe. Ja, tanken wir gut weg. Und er kriegt den Kaskaden-Hieb. Und er ist down. Perfekt. Was ist sein letztes Pokémon? Magma hatte er schon. Arcani hat er auch schon. Galopp hat er auch schon. Volnuna, okay. Okay. So, dann gehen wir auch nochmal für eine weitere Kaskade rein. Feuersturm. Boah, Feuersturm ist richtig ekelhaft. Aber macht gar keinen Damage. Okay, gut. Gut. Und oh, er ist One-Hit gewesen. Krass, er ist einfach One-Hit gewesen. Ja gut, dann hat sich das ja erledigt. Leute, ich würde sagen, wir haben den guten alten Pyro besiegt. So. Ich würde auch sagen, dass es auch erstmal für die Folge hier reicht. Wir haben den Arealleiter besiegt. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge dann wahrscheinlich mit dem achten Orm weiter. So. Easy peasy Handshake. Vulkanorden. Und wir kriegen Feuersturm von Pyro. Ja, jetzt haben wir insgesamt 7 Orden. Das heißt, nur noch ein weiterer Orden. Und wir können zur Pokémon-Liga und den, beziehungsweise die Top 4 und dann den Champion herausfordern. Ich hab Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer Zoro mit Poké. Oh, warte mal. Warte mal. Ah, da bist du ja. Ich sagte mir schon, dass du bald die Arena der Zinnoberinsel erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann mal herzlichen Glückwunsch. Und um zur Pokémon-Liga zu kommen, braucht man 8 Orden, oder? Ich habe bisher 7. Jetzt fehlt nur noch die Arena in Vertania City. Neulich war da aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie ja auch noch nie von ihnen gesehen. Weißt du was? Ich schaue am besten einfach noch mal in Vertania City vorbei. Okay, machen wir dann im nächsten Part auch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.